Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind mitten in einer Prüfungsaufgabe zum Wirtschaftsfachwirt unter Aufgabenteil A. Hatten wir den Preis ausgerechnet und zwar kostenorientiert. Und jetzt sehen Sie wieder was ganz Typisches. Unter Aufgabenteil A lässt man Sie rechnen, unter Aufgabenteil B oder C. Unter B lässt man Sie vielleicht auch noch rechnen, aber spätestens unter C stellt man dann eine verbale Frage nach dem Motto: Hast du es kapiert, was du da gerechnet hast, oder hast du einfach nur ein Schema auswendig gelernt? Unter Aufgabenteil B wird hier gefragt nach Kritik an diesem kostenorientierten Vorgehen. Nun, was war das kostenorientierte Vorgehen? Wir haben die Selbstkosten berechnet, haben darauf den Gewinnzuschlag draufgehauen und hatten einen Preis. Was ist das Problem dieses Vorgehens? Nun, die Selbstkosten hatten wir berechnet nach Materialeinzelkosten, Materialgemeinkosten. Das ergab die Materialkosten, dann kamen die Fertigungskosten dazu und so weiter. Und was ist das zentrale Problem dieses Schemas? Wir schauen immer nur, was ich für Kosten habe. Ich, ja, ich. Dann komme ich dann nachher zum Ergebnis, ich, das sind meine Selbstkosten. Und dann ist die Frage, was will ich für einen Gewinnzuschlag? In unserem Beispiel waren es 15%. Und heraus kommt dann ein Preis, nur den Preis musst du bezahlen. Das heißt, was ist die große Schwäche der kostenorientierten Preisfestsetzung? Es ist dieses egozentrische Betrachten. Wir betrachten nur unsere Kostensituation, wir betrachten nicht die Marktsituation und wir betrachten nicht die Kundensituation. Die harte Wahrheit ist, dem Kunden ist es völlig egal, was wir für Kosten haben. Ja, also, wenn wir unter B gefragt werden, was ist kritisch am kostenorientierten Ansatz zu nennen, was ist an Kritik zu nennen, können wir sagen, Marktsituation und Kundensituation wird nicht betrachtet. Stattdessen egozentrische, kostenorientierte Sichtweise. Ja, ich drehe mich praktisch nur um mich selber und das hat viele Jahre funktioniert und das funktioniert auf Verkäufermärkten. Funktioniert auf Verkäufermärkten. Was ist ein Verkäufermarkt? Ein Verkäufermarkt ist ein Markt, wo der Verkäufer die Macht hat, wo der Verkäufer seine Ware mehr verteilt als verkauft. Verkäufermärkte sind Märkte, wo die Kunden in Schlange stehen. Jetzt nennen Sie mir mal bitte Märkte, wo die Kunden Schlange stehen. Das hinzukriegen, ja, das ist eine ganz große Kunst. Dafür muss man Apple heißen und geniales Marketing machen. Dann kriegt man sowas hin, dass die Kunden für ein Telefon Schlange stehen. Ja, aber ansonsten ist das eher die Ausnahme. Kostenorientiert funktioniert auf Verkäufermärkten. Wir haben überwiegend Käufermärkte. Das heißt, die Macht ist beim Kunden. Und wenn die Macht beim Kunden ist, dann darf ich nicht einseitig auf meine Kosten schauen. Ja, das alles könnte man also schreiben zu Aufgabenteil B. Welche Kritik ist am kostenorientierten Preisfestsetzungsmodell zu üben? Ja, warum funktioniert die kostenorientierte Preisfestsetzung nicht? Und dann kommt noch Aufgabenteil C. Das schauen wir uns gleich im nächsten Video an, nämlich die Frage nach Alternativen. Wie können wir also Preise anders festlegen als kostenorientiert? Das Insider-Video, Prüfung Wirtschaftsfachwirt IHK entschlüsselt, kriegen Sie noch. Es ist noch verfügbar. Noch. Betonung liegt auf noch. Klicken Sie unter dem Video auf den Link und tragen sich das Formular ein und Sie haben die Information wenige Sekunden später in Ihrem E-Mail-Postfach. Alles Gute, Marius Ebert.
Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.